So, da bin ich wieder. Wie ihr seht, habe ich hier schon eine Diamond Hoe. Mir ist während der Aufnahme der Speicher voll gelaufen. Ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal vergrößert. Und deswegen ist auch in der letzten Aufnahme der zweiten Folge alles schwarz. Ich habe relativ viel gemacht schon. Ich zeige jetzt halt in dieser Folge am Anfang halt jetzt, was ich errichtet habe. Ich glaube, die Musik ist noch ein bisschen lauter. Glaubst du, ist besser? Also, ich habe hier alles ausgehöhlt, auf die gleiche Ebene gebracht wie hier oben. Für euch gibt es sogar was Positives. Ihr müsst nicht zuschauen, wie ich das mache, denn das ist bestimmt relativ langweilig. Ich habe Obsidian gefunden und ein Portal gemacht. Gehen wir kurz durch. Ich habe auf der anderen Seite nur kurz einen Umriss gezogen. Dann wurde ich schon vom... ist immer noch da. Von diesem Gas hier angegriffen. Ich hau wieder ab. Mehr habe ich da auch noch nicht erledigt. Dann habe ich Diamanten gefunden. Relativ viele. Also geht so. 9 hatte ich zum Schluss. Also insgesamt natürlich. Von diesen 9 habe ich jetzt noch 6. Ich habe damit eine Diamantspitzhacke gemacht. Und ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das noch in der Aufnahme ist oder nicht. Ihr werdet es ja sehen, sonst sage ich es jetzt eh gleich. Hier unten, ich glaube, das war noch die letzte Aufnahme. Also die jetzt nicht mehr vorhanden ist. Da ja die Festplatte vollgelaufen ist. Ich bin hier, genau. Hier nach rechts, einfach geradeaus, habe ein paar Diamanten gefunden. Und eigentlich wollte ich erst hier links gehen. Hier habe ich jedoch Lava gefunden mit einem Wasserbucket. Hier ist es. Habe ich die Lava dann kurz in Obsidian verwandelt und hier das Obsidian weggebaut. Auch noch erledigt habe ich. Ich habe noch einen Zombie umgebracht, der hat mir eine Karotte gegeben. Die habe ich aber schon gepflanzt. Was habe ich noch vergessen? Was habe ich noch gemacht in der Aufnahme, die jetzt leider nicht mehr vorhanden ist? Da es ja nicht aufgenommen hat. Ich habe jetzt noch was installiert, damit ich sehe, dass während dem Spielen, ob aufgenommen wird oder nicht. Nicht, dass mir dieser Fehler nochmal passiert. Ich sehe das jetzt immer. Hüpfe kurz mal hoch hier. Was ich auch noch gemacht habe. Das war eigentlich auch der Grund, wieso ich dann in die Höhle bin, weil ich eigentlich Schaufeln machen wollte, da ich keine Eisen mehr hatte. Ich habe hier einfach alles mal ein bisschen gerade gemacht. Und hier möchte ich eigentlich ansetzen. Natürlich sind jetzt die Themen, die ich schon gesagt habe, immer noch aktuell. Ich habe nämlich wieder vergessen, Themen vorzubereiten, da ich nehme immer spontan auf, immer wenn ich gerade Lust habe. Und ja, als ich diese Aufnahmen gemacht habe, war 1 Uhr und jetzt ist 10 vor 3. Somit, ja, sind einige Stunden vergangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich gekommen bin. Ich fange jetzt halt einfach nochmal von vorne an. Ich werde die letzten Folgen, da wo keine Musik ist, in eine einzige verwandeln, die ihr dann sehen werdet, beziehungsweise schon gesehen habt, wenn ihr diese Folge hier seht. Deswegen, die restlichen Aufnahmen werden somit ein bisschen längere Folgen sein. Und auch hier habe ich vor, meine Wheat Farm hinzubauen, beziehungsweise Essence Farm. Die werde ich genau hier hinbauen. Der Special Guest, den ich erwähnt habe, der ist leider immer noch nicht da. Der muss noch für die Schule, glaube ich, also für seinen Abschluss, besser gesagt, Mikro programmieren. Also ein Mikrochip programmieren, so wie ich das
wenn ich mich noch richtig daran erinnern kann. Somit ist er momentan gerade nicht verfügbar. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt vor, dieses relativ große Projekt hier zu bewerkstelligen. Hier war ja relativ viel Erde, die sollte ich eigentlich hier unten in der Kiste haben. Irgendwo hier. Wahrscheinlich hier hinten. Ne, hier drüben, warte. Da? Ne, doch da. Aber das Eichenholz, das ist falsch. Hier, genau. Also wie ihr seht, relativ viel Erde. Nun zu den Themen, die ich eigentlich ansprechen wollte. Ich habe gestern Abend ein Hörbuch angehört. Ich fand das irgendwie witzig, wollte eigentlich das Buch noch kaufen. Wollte dann jedoch kurz austesten, wie das ist, wenn ich nur das Hörbuch höre. Ich habe da eine Stunde lang reingehört. Das Buch hieß Der Hobbit von Tolkien. Und ich fand es eigentlich relativ witzig. Bin dann zwar nach 40 Minuten eingeschlafen, beziehungsweise ich glaube, es waren ungefähr 40 Minuten bis eine Stunde. Also länger habe ich bestimmt nicht gehört. Und ich fand das irgendwie noch witzig. Das werde ich wahrscheinlich dann wiederholen. Und jetzt wollte ich fragen, wie es bei euch ist. Was findet ihr besser? Ein Buch vorgelesen bekommen oder selbst ein Buch lesen? Da ich ja momentan selber noch das andere Buch lese, die Legende der Alba, also der Albe, und wie man die, beziehungsweise ich habe ja auch dazu, eigentlich muss ich die Geschichte so erklären. Ich habe gestern Abend versucht, herauszufinden, wie man das eigentlich richtig ausspricht. Deswegen dachte ich mir, ich kann ja kurz nach einem Hörbuch googeln und schauen, wie der das ausspricht. Und der sagt Albe. Also, eigentlich ein Alb, in Mehrzahl Albä, glaube ich. So wie ich das jetzt dort verstanden habe. Nichts, ja, spielt ja eigentlich keine Rolle. Und so bin ich dann auf das andere Buch gekommen. Also, der Hobbit natürlich. Ich habe jetzt bis zu dieser Stelle gehört, wo, beziehungsweise, er hat mir bis zur Stelle vorgelesen, wo die Zwerge natürlich diesen armen kleinen Hobbit überfallen und in sein Haus treten und ihm den Kuchen wegschnappen, den er ja so für den Abend eigentlich für sich gebacken hatte. Und da kommen ja immer mehr Zwerge zu ihm rein und er weiß gar nicht wieso und wie etc. Und ja, ich fand es eigentlich relativ spannend. Freue mich sehr, sehr auf den Film, der ja bald rauskommen wird. Und den werde ich wahrscheinlich im Kino schauen gehen. Mal schauen, wann das sein wird, aber ich will den wirklich schauen. Die Geschichte war eigentlich relativ spannend. Ich habe zwar ja, wie gesagt, nur 40 Minuten reingehört. Da ist die Musik laut. Und Regen. Bäh. Ich habe ja eigentlich nur kurz reingehört, somit. Das geht noch, das war jetzt nur ein Video, das eine Stunde ging. Von dem her vermute ich mal, dass das 16 Stunden gehen wird, bis er mir das ganze Buch vorgelesen hat. Aber das kann ich ja immer am Abend vor dem Einschlafen, in der Nacht bzw. vor dem Einschlafen kurz ein bisschen reinhören, eine Stunde oder so. Und dann habe ich das bestimmt bald fertig und werde natürlich auch ein Feedback geben, wie ich das Buch gefunden habe. Das werde ich in Zukunft noch öfters machen, irgendwie ein Buch lesen und dann Feedback geben, was ich davon gehalten habe. Damit wir ein paar Themen haben, ne? Worüber wir sprechen können, etc. Was ich hier mache, ist ja eigentlich nicht wirklich spannend. Da ich ja hier eigentlich nur alles wegmachen muss für die Farm. Und jetzt gehe ich kurz schlafen. Schon wieder Nacht. Wie das immer schnell geht. Und die ominöse Person, wie ich sie gerne nennen werde in Zukunft, die wird wahrscheinlich später noch dazukommen. Dann noch genau mit dir besprechen.
Und ja, wird sicher witzig. Ich weiß jetzt halt noch nicht so genau, wie weit rein, dass ich hier gehen will. Wenn das hier die Mitte ist. Ich muss da kurz mal abmessen. Also, das wären dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Reicht noch nicht. Ach nee, ich wollte das ja nicht so machen. Meine Güte. Ich wollte das ja anders machen. Ich wollte das ja so. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gezählt. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und natürlich hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 und da ist der siebte. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sollte reichen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dann kommt das hier hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wäre ein Riesenfehler. Eigentlich hätte ich da hier drüben gar nicht den ganzen Berg abbauen müssen, sehe ich gerade. Sondern könnte das dann gleich ansetzen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dieses Mal, ne? Das heißt, hier kommt der Kram rein.
Weil das hier ja dann später wahrscheinlich Stein sein wird. Einfach weil ich Stein mag. So, ich bin natürlich ein bisschen leise geworden, weil ich mich konzentrieren muss. Eigentlich könnte ich, naja. So. Dann weiß ich auch gerade, bis wohin ich das Zeugs abtragen muss und wo nicht. Dann sieht es ein bisschen der Landschaft angepasst an, sozusagen. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich wirklich. So. Das reicht noch für dieses Feld. Ah ja. Nur da reicht ein Blocker. Immer wenn ich gerade was sagen will, mache ich einen Fehler. Ich werde noch kurz die Samen holen gehen, die ich schon habe, damit ich es hier schon mal anpflanzen kann, denn es ist schon relativ wenig, was wir momentan haben, und das nervt mich. Deswegen werde ich die Sachen schon gleich anpflanzen und dann später kurz einfach das Wasser wegnehmen, damit es nicht runterläuft. Weil ich will endlich diese Brote haben. Ich kann mich ja nicht nur von Fleisch ernähren, obwohl das wäre auch geil. Ich liebe Fleisch. Ich könnte dann nur Fleisch essen, also gut, natürlich mit einer Beilage oder so, aber Fleisch, das ist halt schon was, eine Klasse für sich. So, hier können wir eigentlich relativ weit rausbauen, oder auch nicht. Na egal, das ist halt mal sicher. So zwei, drei Felder will ich schon nebeneinander, vielleicht auch noch ein viertes, das kommt dann später vielleicht, sehe ich ja noch. So. Mal sicher drei. Dann mache ich dann später mal in einer anderen Folge, wenn ich nicht genug habe, in diese Richtung hier noch. Und ja. Oder vielleicht mache ich nur zwei jetzt für den Anfang. Ich kann ja das immer noch vergrößern später. Da ich das extra hier hingebaut habe, kann ich es auch wirklich nach Belieben vergrößern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier kommt der Graben hin. Entschuldigung. Ich habe den Mute-Knopf gerade nicht gefunden. Also nicht schnell genug gefunden. Und es wird schon wieder dunkel. Die Dunkelheit mag mich in Minecraft. Immer ist es dunkel. Nie kann es hell werden.
Natürlich, ich könnte die Monster ausschalten und dann müsste ich nicht ins Bett, jetzt mit dem Baumodus hier. Aber was soll's? Schlafen tut gut. So, gehen wir kurz schlafen. Kann ich nämlich gleich noch die Felder mitnehmen. Und Wasser. Das mache ich hier hin. Habe ich auch schon meinen unendlichen Brunnen dabei. Ich darf es einfach nicht vergessen, sobald Tag ist. Was ich eigentlich holen wollte. Ja, Wasser nicht hier rein. Und es ist niemand online. Weiß ein Monster. Seh's. So lässt sich mit der Fackel hin. Und spawnen in Zukunft keiner mehr. Und ja, fail. So. Unendlicher Wasser.